Willkommen zu einer neuen Folge Kümmer-Tutorials. Heute machen wir diesen wunderschönen Sommerschal. Dieser besteht aus einem ganz leichten Blockmuster, das seht ihr hier schön. Deswegen heißt er auch Window Stitch, weil es aussieht wie kleine Fenster. So, ich habe hier so einen wunderschönen Farbwechsel gemacht und ihr seht ja, was das Garn hier für Pailletten drin hat. Also genau das Richtige für den Sommer, einen leichten Schal. Also genau der richtige Schal für laue Sommernächte. Ihr könnt dieses Muster natürlich auch für sämtliche andere Sachen benutzen. Decken oder Oberteile. Ich zeige euch heute, wie das funktioniert. Ich wünsche jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, schreibt mir einen Kommi und abonniert gerne meinen Kanal für mehr Videos. Für das Muster nehme ich jetzt natürlich wieder ein schönes dickes Garn, damit ihr es besser erkennt. Ich verwende hier eine Nadelstärke 5,0, das ist eine Adi Swing. Und wir fangen mit einer Anfangsschlaufe an. So. Wir starten also jetzt mit 30 Luftmaschen. Habt ihr eure 30 Luftmaschen gemacht oder die Länge, die ihr wollt? Wir starten also jetzt mit Stäbchen. Das heißt, wir machen den Faden auf die Nadel, zählen ab. 1, 2, 3. In die dritte Masche stechen wir ein, holen den Faden durch die Masche zurück, haben drei Schlaufen auf der Nadel, durch die ersten zwei, durch die zweiten zwei. So, hier haben wir jetzt unsere ersten zwei Stäbchen. Das ist unser Anfangsstäbchen. Und hier ist das zweite Stäbchen. Und jetzt machen wir in die nächste Masche noch ein weiteres Stäbchen. So, jetzt haben wir hier unsere ersten drei Stäbchen. Jetzt kommen drei Luftmaschen. 1, 2, 3. Und jetzt zählen wir natürlich auch wieder ab. 1, 2, 3. Und jetzt stechen wir in die dritte Masche ein. Machen dort unser nächstes Stäbchen. Jetzt das zweite Stäbchen in die nächste Masche. Und das dritte Stäbchen. So. Jetzt wieder drei Luftmaschen. 1, 2, 3. Und wieder drei Stäbchen abzählen. 1, 2, 3. Und wieder drei Stäbchen in die nächste Masche. Das machen wir jetzt bis zum Reihenende. Immer im Wechsel. Drei Stäbchen, drei Luftmaschen, drei Stäbchen, drei Luftmaschen. So sieht das Ganze jetzt aus. Wir enden in der letzten Masche mit dem dritten Stäbchen bei 30 Maschen. Jetzt machen wir die zweite Reihe, das heißt, wir machen eine Wendeluftmasche, drehen unsere Arbeit herum. Und jetzt arbeiten wir drei feste Maschen. 1. Über das zweite Stäbchen die zweite feste Masche und über das dritte Stäbchen die dritte feste Masche. Jetzt kommen wieder drei Luftmaschen. 1, 2 und 3. Und diese drei Luftmaschen werden jetzt über dem nächsten Stäbchen mit einer festen Masche befestigt. So, 1. Zweite feste Masche über dem zweiten Stäbchen und wieder dritte feste Masche über den dritten Stäbchen. Jetzt wieder drei Luftmaschen. 1, 2, 3. Und wieder über die nächsten Stäbchen gehen und drei feste Maschen häkeln. Stäbchen befestigen, eine feste Masche, zweite feste Masche und dritte feste Masche. So, noch einmal. Wieder drei Luftmaschen, über das nächste Stäbchen gehen, eine feste Masche, zweite und dritte. So machen wir das bis zum Reihenende. So, das war eigentlich unser Muster. Das ist das Grundprinzip des Musters. Jetzt starten wir wieder mit drei Luftmaschen.
jetzt beginnt das Muster sich zu wiederholen. So, unsere Steigeluftmaschen, jetzt wenden wir das Ganze. Und jetzt häkeln wir noch zwei Stäbchen über die nächsten zwei Stäbchen der Vorreihe. So. Jetzt wieder drei Luftmaschen. 1, 2 und 3. Diese werden jetzt wieder über den anderen drei Stäbchen befestigt. In unseren drei festen Maschen. Ein Stäbchen. Das zweite Stäbchen. Und das dritte Stäbchen über dem dritten Stäbchen der Vorrunde oder der vorletzten Runde. Jetzt wieder drei Luftmaschen. Wandern wir wieder hier vor über unser Stäbchen. Hier häkeln wir jetzt unser nächstes Stäbchen. Also die Stäbchen bleiben immer über dem Stäbchen der Vorrunde. So. Wieder drei Luftmaschen. Und drei Stäbchen. Jetzt kommen wieder drei Luftmaschen. Das brauche ich euch ja nicht erzählen. Und dann sehen wir uns nochmal am Ende, wenn ich das Muster 5-6 Reihen gehäkelt habe, damit ihr es euch nochmal komplett angucken könnt. Nach der Reihe Stäbchen, 1, 2, 3, kommt natürlich wieder eine Wendeluftmasche und dann häkeln wir nochmal feste Maschen. So, letzte Masche der Reihe. So, endet natürlich wieder hier unten, drei Stäbchen, die festen Maschen, drei Stäbchen. Jetzt wieder eine Wendeluftmasche und drei feste Maschen häkeln, 2 und 3, so, drei Luftmaschen, 1, 2, 3 und jetzt über dem Stäbchen wieder befestigen mit einer festen Masche, noch zwei weitere feste Maschen und dann wieder mit drei Luftmaschen beginnen, 1, 2, 3 und so weiter und so fort. So, ihr seht, wie das Muster jetzt entsteht. Ihr habt hier eure kleinen Fenster und hier immer eure drei Stäbchen. Und jetzt machen wir das Muster weiter ein paar Runden und dann können wir uns nochmal komplett angucken. So, meine Lieben, jetzt zieht euch dieses wunderschöne, coole Muster rein. Ich finde das super schön. Es ist super einfach und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video. Ihr könnt, wie gesagt, auch mit ganz dünnem Garn so einen tollen, coolen Schal damit machen. Einfach mal im Farbwechsel. Ich habe immer 6 Fenster gemacht, habe dann Farbwechsel gemacht. Und ja, viel Spaß jetzt beim Nachmachen und bis zur nächsten Folge Kümmer-Tutorials.